Frenkel Fortset. Heute. Let's play The Hunter. Also, ich versuch's jetzt in der Folge nochmal, ob ich den Bären noch irgendwie entdecke. Falls nicht, dann werde ich es später nochmal versuchen, irgendwo in einem anderen Jagdgebiet. Ich glaube, es gibt noch ein zweites Jagdgebiet, in dem sich Bären tummeln gelegentlich. Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob hier überhaupt ein Bär ist, weil die verarschen mich doch. Was haben wir denn hier? Weißwedelhirsch. Also ich laufe jetzt mal ein bisschen am Rand des Trichters schon entlang, ne? Damit ich eventuell die Fährte, die ich dann jetzt hier verloren habe, wieder aufnehmen kann. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass der dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, in eine Boeing 747 eingestiegen ist und weggeflogen. Der muss doch weiter Spuren gemacht haben, das kann doch nicht sein. Ich meine, hier sieht der Wald natürlich jetzt schon toll aus bei dem Licht, das muss man schon sagen. Also da, mein lieber Gesangsverein. My lovely singing club, oder wie das heißt. Ja, sieht schon nett aus, aber wo ist der Bär? Ja, und dann haben wir hier wieder die Lichtung. Schöne Scheiße. Okay. Also, ich glaube, hier werde ich die Spur nicht mehr finden. Das ist einfach aussichtslos. Oh, schön, oder? Sieht das nicht schön aus? Okay, also. Wenn ich ein Bär wäre, der an eine Straße kommt, würde ich auf dieser Straße weiterlaufen? Vielleicht. Nach unten. Bei diesem Geraschel bin ich jetzt so erschrocken, weil ich gedacht habe, irgendwas raschelt hinter mir. Ja, und da geht's wieder zu dieser blöden Höhle runter. Das weiß ich doch alles, Leute. Was ein Scheiß. Also wahrscheinlich müsste ich glatt sogar an der Höhle warten und dann würde irgendwann vorbeitrotten. Dann würde ich ihn erschießen und dann hätte ich die Punkte, aber so lange warte ich da dann, hätte ich mich nämlich bescheuert. Wenn es wenigstens eine Zeitrafferfunktion gäbe. Gibt's aber nicht. Mann, Mann, Mann. So, was haben wir hier? Auch nichts Gescheites. Truthähne! Hört ihr mich nicht? Also ihr seht, ich bin jetzt aus dem Trichter wieder raus, weil ich die Schnauze voll hatte. Ist doch auch ätzend. Komm, mal ein bisschen schneller laufen. In ein Gebiet wieder, wo es irgendwie eine neue Spur gibt, weil das ist ja ein Kack hier. Versteckt sich der Bär hier irgendwo. Hier gibt's nirgends Spuren, oder wie? Ich bin hier auf dem Friedhof der Kuscheltiere, oder was? Diese Geräusche. Da ist der River! The River of Babylon! Schön, ne? Könnte ich darüber eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich brauche eine neue Spur. Das ist so herrlich erfolglos. Und ihr Idioten schaut es auch noch an. Unglaublich.
Also ich habe immer noch den Kreis um mich rum. Das heißt, hier irgendwo könnte der Bär sein. Aber da habe ich keinen Bock drauf, jetzt hier rumzuschleichen. Die Wahrscheinlichkeit, den dann hier zu finden ohne neue Spur, ist quasi null. Glaube ich. Ha. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja gerade nicht zu fassen. Jetzt hat es mich wieder angefixt. Die wissen genau, dass, wie sie es genau im richtigen Moment machen. Ja, dass ich dann doch noch weitermache. Weil jetzt zeigt dieser Trichter wieder eine ganz andere Richtung, obwohl das der gleiche Bär sein soll. Habe ich vielleicht doch noch eine Chance? Tatsächlich, da ist die nächste Spur. Ich habe die Fährte wiedergefunden. Ich glaube es nicht. 120 Stunden später. Der Brüller. Aber vielleicht geht die Spur jetzt auch wieder da hoch oder so. Keine Ahnung. Ein Scheißehäufchen. Das in diese Richtung zeigt. Wie kann ein Scheißehäufchen eine Richtung anzeigen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich sag's euch, ich werde diesen blöden Kackbären jetzt noch finden. Und ich werde ihn umbringen. Und ich glaube, ich werde ihn ganz langsam umbringen. Nee, kann ich ja nicht machen. Der kann ja nichts dafür. Der kann ja nichts dafür! Die Entwickler sind schuld, dass die den Bären so schlau gemacht haben. Ah, schönes Wetter, ne? Hat was hier, so naturmäßig. Da kriegt man ja fast wieder Bock, mal wieder selber in den Wald zu gehen. Was war ich als Kind früher im Wald? Ach, was war ich im Wald früher? Mit meinen Kumpels. Zum Schnitzen und so. Mann, 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 das war super. Das war so ein bisschen wie bei Stand By Me, so ein Feeling. Also wie bei dem Film oder dem Buch. Und Stephen King, was haben wir denn hier? Da hat er nochmal geschissen, da hat er Durchfall oder was? Naja. Schauen wir mal kurz durchs Föhrenglas. Hallo Bär! Ich bin dein Freund. Ich bring dir Dosenmilch. Du wirst zum Werbestar. Ich bring dich ganz groß raus. Und immer noch habe ich den Reflex, Blumen zu pflücken, weil ich so viel Skyrim gespielt habe. Es ist so grausam, wie ein Spiel prägen kann. Prägen und verderben. So, jetzt geht's durchs Schilf. Das ist natürlich ein bisschen blöde, weil da sehe ich ja nicht weit. Aber gehört werde ich weit. Ich versuche mal ein bisschen außen rum zu gehen. Der Trichter zeigt allerdings nach wie vor jetzt mehr in die Richtung. Was war das? Ah. Eine Spur. Ah, da ist meine Bärenspur wieder. Leute, es besteht noch Hoffnung. Wahrscheinlich läuft dieser blöde Bär den ganzen Tag im Kreis. Und jetzt, wo ich hier bin, ist er an seiner Höhle. Also, die sollen hier weitergehen. Dann machen wir das halt. Tja, was könnte ich euch noch erzählen? Ich habe ja vor Urzeiten, habe ich ja mal ein Spiel getestet, so ein Jagdspiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist. Ewig. Das war Deer Hunter. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das gut oder schlecht war. Ich glaube, es war nicht so doll. Bäri! Ursula, wo bist du? Komm an mein Herz. Ah, da vorne haben wir wieder eine Spur. Mach doch mal ein Geräusch, Ursula. Vielleicht beim Kacken mal furzen oder so, damit ich den Ton
aufnehmen kann mit meinem Tricorder. Damit ich weiß, wo der her ist. Mann, Mann, Mann. Also, er ist hier lang gelaufen. Ja, da haben wir im Wald früher John Sinclair gespielt. Und haben uns Eichpflöcke geschnitzt. Damit wir Vampire jagen können. Das war die Zeit, als Yps noch gab. Yps erscheint ja demnächst neu im Oktober wieder. Eine neue Ausgabe von Yps. Diesmal aber nicht für Kinder, sondern, und jetzt haltet euch fest, ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen habt, für Männer. Müsst ihr mal gucken. Bei Google eingeben Yps für Männer. Dann entdeckt ihr einen Bericht und dann wisst ihr, was da geplant ist. Chefredakteur ist dann der, wie hieß der nochmal, Kallenberg, glaube ich. Der hat früher die FHM gemacht und der macht jetzt Yps, das Männermagazin. Also die Idee klingt sehr lustig. Da bin ich ja mal gespannt. Kein Bär weit und breit. Blöde ist auch, ich weiß gar nicht, ob ich hier abspeichern kann. Wenn ich an der Stelle rausgehe, muss ich wieder von vorne anfangen, glaube ich. So war das, glaube ich. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil jetzt habe ich ja gerade eine Bärenspur, der ich folge. Andererseits spiele ich jetzt schon wieder 1,25 Stunden fast am Stück. Und das ist schon nervenzerfetzend. Ihr kriegt das ja immer schön in 15-Minuten-Häppchen serviert, aber ich spiele das ja am Stück. Am Stück! Am Stück! Nächste Spur heißt, ich habe ihn zumindest nicht verloren. Merkt ihr, wie man auch dann so langsam versucht, es sich alles schön zu reden? Das ist ein Albtraum. Ja, das ist sehr schön. Das zeigt mir immer noch den Trichter an. Und darum einen gestrichelten Kreis. Das heißt, ich müsste eigentlich auf der richtigen Spur sein. Was einem aber nichts nützt, wenn er mittendrin plötzlich meint, er muss abbiegen, ja? Und bei den Hirschen und so, da hat mir immer ganz gut geholfen, dass die ab und zu mal gerührt haben. Und dann konnte man die so fast so richtig orten mit dem Tricorder. Und der blöde Bär, der hat irgendwie was aufs Maul gekriegt oder so. Der sagt einfach nichts. So, nächste Spur. So, die sagt jetzt was, die Spur? Ja, nichts Besonderes. Dass es halt jetzt da weitergeht. Und er ist nicht auf der Flucht. Das heißt, er hat mich noch nicht bemerkt. Das sind die Informationen, die ich habe. Während ich hier durch den Wald tigere. Schleiche. Ich habe jetzt schon ziemliche Nackenverspannungen, weil ich ja die ganze Zeit hier vor meinem Rechner hocke. Und das auch noch nach einem harten Arbeitstag. Schlage ich mir für euch meine Zeit tot, meine Freizeit. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen und gebt mir ein Like, bitte, ja? Alle ein Like geben, die das Video sehen. Das habe ich ja schon mindestens verdient. Weil es wird jetzt gerade echt wieder zur Qual. Es zieht sich. Ich kann nur nicht aufhören, solange ich diese Spur noch vor mir habe. Das schaffe ich jetzt nicht. Das kriege ich nicht los. Das kriege ich nicht los jetzt. So. Bär. Ja, in diese Richtung. Schön. Oh, shit. Ich hab's gehört, das Vieh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.